Wir sprechen hier von Verführung. Und wenn du Verführen nicht hinkriegst, wenn du nicht weißt, wie du Frauen verführen sollst, dann pass jetzt bitte ganz genau auf. Als du in der 5. Klasse mal verliebt warst und all deinen Mut zusammengenommen hast und deinen Freunden davon erzählt hast, dass du dieses eine Mädchen so sehr magst, haben dich deine Freunde da unterstützt? Haben sie zu dir heraufgeschaut? Haben sie dich für deine Ehrlichkeit und deinen Mut gelobt und dir gesagt, das schaffst du, sag's ihr, ich wünsche euch das Allerbeste, ihr gehört zusammen? Nein, stimmt's? Und sie, als sie im selben Jahr diesen einen Jungen so sehr mochte und auf dem Pausenplatz ihn endlich geküsst hat, haben sich ihre Freundinnen für sie gefreut? Haben ihre Freundinnen sie unterstützt? Oder haben sie sie hinter ihrem Rücken als Schlampe bezeichnet? In jedem von uns steckt doch nur ein verletztes kleines Kind. Wenn du der Feminismus 2.0 Propaganda oder den Männerrechtebewegungen zuhörst, dann fokussierst du dich auf die falschen Dinge. Denn beide sind nur verletzte kleine Kinder und zeigen einseitig nur, wie sehr sie verletzt wurden. Die andere Seite ist der Feind. Männer sind der Feind, Frauen sind der Feind. Und wenn es dir nicht leicht fällt, Frauen zu verführen, dann ist das kein Wunder. Denn diese ganze Scheiße, die läutet schon so laut, selbst in meinen Ohren. Und es ist richtig schwer, im Internet vor allem, wenn man so vor der Kamera steht, seine Position zu verteidigen. Denn von der einen Seite wirst du angekreidet, dass du zu sehr feministisch bist. Und auf der anderen Seite wirst du angekreidet, dass du zu sehr männerlastig bist. Und egal wie du es machst, du wirst von beiden Seiten ständig nur malträtiert. Und wir als wahre Vorbilder, du als Zuschauer, weißt, du kannst das Ganze nur verändern, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst. Denn ich werde mich nicht nur beschweren, sondern ich zeige dir gleich einen Weg auf, wie du trotzdem in dieser Welt wunderschöne und intelligente Frauen verführen kannst. Okay, du und sie, ihr wurdet beide verletzt. Und ihr versucht natürlich nur, euch in einer Welt zurechtzufinden, die extrem verwirrend ist. Die Wahrheit ist, wir sind von unserer Umwelt viel zu sehr programmiert worden, dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir uns als Frauen oder als Männer überhaupt zu verhalten haben. Eine Freundin hat mir neulich erzählt, wie sie auf der Straße von einem Mann angesprochen wurde. Und wie aus der Pistole geschossen, hat sie ihm geantwortet, ich habe keine Zeit, und ist weitergelaufen. Und sie sagte mir, wie dumm das doch war. Sie fand ihn eigentlich extrem süß und charmant und sie hat keine Ahnung, wieso sie ihm das gesagt hat. Sie konnte es selber gar nicht greifen, warum sie ihrer eigenen Programmierung so unterlegen war. Und sie hat sich geschämt. Auch dieser Begriff Verführung ist total verfälscht worden. Weißt du, was Verführung ist? Verführung bedeutet nicht, dass du sie dahin manipulierst, dass du irgendwas von ihr bekommst, was sie dir nicht geben will, aber was du so sehr möchtest. Nein, Verführung bedeutet, es ihr zu erlauben, einfach nur Frau zu sein. Eine Kunst, die viele Männer anscheinend schon seit Jahrzehnten vergessen haben. Ich spreche hier von der direkten Ansprache von Mann zu Frau. Wie soll sie jemals wissen, dass wir uns mehr mit ihr vorstellen können, wenn wir es ihr niemals zeigen? Du willst doch ein guter Mann sein, stimmt's? Du möchtest Frauen mit Respekt behandeln. Du willst aber auch nicht einsam enden und du möchtest genauso wie jeder Mensch auch Nähe, Zärtlichkeit, Sex, eine tiefe Verbindung. Aber du willst auf gar keinen Fall dabei in die Friendzone rutschen, richtig? Aber natürlich ist da das verdammte Selbstvertrauen, richtig? Wenn ich doch nur selbstbewusster wäre, dann. Wenn ich doch nur selbstbewusster auf Frauen zugehen könnte, dann. Wenn ich es mich trauen würde, dann. Wenn ich nicht so schüchtern wäre, dann. Darum würde ich nie einen Mann auch nur in der Verführung coachen. Denn es geht immer auch um das Selbstbewusstsein. Aber sehr viele Männer und sehr viele Coaches machen es viel zu kompliziert. Du bist ein Mann, sie ist eine Frau. Frauen wollen Sex, Männer wollen Sex. Und wenn du Folgendes weißt, dann kannst du ein komplett anderes Kapitel aufschlagen. Dann kannst du Frauen verführen, glücklich sein, Erfahrungen sammeln und irgendwann die große Liebe finden. Frauen werden für Sex viel mehr verurteilt als wir. Und das ist die Angst, die sie davor abhält, sich mit dir auszuleben. Das sind diese Schamgefühle, die von ihrer Umwelt ihr eingetrichtert werden, seit sie ein kleines Mädchen ist. Dieses scheiß Schamgefühl, dass sie sich nicht ausleben darf. Dass sie nicht das machen kann, was sie möchte. Dass sie nicht den Mann küssen darf, den sie möchte. Dass sie das nicht vor allen Menschen tun darf. Dass sie sich verstecken muss, verstellen muss, damit sie bloß nicht als Schlampe dasteht. Und da sind wir uns einfach super ähnlich. Denn was dich davon abhält, sie zu verführen, ist dieselbe verdammte Angst. Die Angst vor Verurteilung, die Angst vor Ablehnung. Es ist nicht deine Schuld, aber es ist auch nicht ihre Schuld. Schuld ist die ganze verdammte Angst, die andere Menschen haben, dass sie sich nicht ausleben dürfen, das Ganze auf uns projizieren, ein ganzes Leben lang und wir damit aufwachsen und mit derselben beschissenen Angst weiterleben und es an die nächste Generation weitergeben. Diese Angst ist Schuld. Bei Männern und bei Frauen.
Also wer kann diesen Scheißkreislauf brechen? Du. Das kannst du. Und um die Frauen zu verführen, die du wirklich möchtest, brauchst du niemanden zu manipulieren. Du brauchst lediglich zu deinem Mannsein zu stehen. So wie es sehr wenige Männer tun. Du darfst auf diese Frau zugehen. Du darfst ihr Komplimente machen. Du darfst ihr sagen, dass du ihre Handynummer willst. Du kannst ihr sagen, komm mit zu mir. Du darfst sie mit nach oben nehmen und sie will mit dir schlafen. Und wenn du mir jetzt nicht glaubst, dann ist das die Angst, die aus dir spricht. Und das ist okay. Ein Video wird dich vielleicht nicht überzeugen, aber vielleicht das nächste. Oder wir sprechen darüber gemeinsam. Wenn du das möchtest, dann klick auf den Link in der Beschreibung. Du bist nicht alleine. Es war einfach geil, die Unterstützung von allen Leuten des Workshops zu haben. Da war so ein Zusammenhalt. Es gab keinen einzigen, der gestänkert hat. Alle waren dabei und alle haben sich gegenseitig hochgezogen.